Hallo und herzlich willkommen zu dem Interview mit der Leiterin von EDU-Institut für Studienberatung. Hallo Frau Dr. Hovestadt. Hallo. Das EDU-Institut berät oft Abiturienten, die ein Medizinstudium anstreben. Immer wieder hört man von sogenannten Zulassungsbedingungen in Deutschland. Wie schätzen Sie denn die Situation ein? Nicht jeder, der sich für ein Medizinstudium interessiert, bekommt auch einen Studienplatz. Das ist bekannt. 2013 haben sich etwa 45.000 Abiturienten auf ca. 9.000 Studienplätze für Medizin beworben. Das heißt, dass auf jeden der Studienplätze 5 Bewerber kamen. Wie muss man sich denn überhaupt bewerben? Man bewirbt sich online bei www.hochschulstart.de und dafür gibt es 3 Fristen. Zum 15. Juli bewerben sich Abiturienten des aktuellen Jahrgangs für das Wintersemester, die Alt-Abiturienten aber bereits zum 31. Mai. Und der 15. Januar ist das Stichdatum für die Bewerbung zum Sommersemester. Wie hoch ist denn der Numerus Clausus zurzeit? Das lässt sich eben nicht so genau sagen, weil es mehrere Auswahlverfahren gibt. Jede Hochschule hat in einem bestimmten Rahmen das Recht, eigene Auswahlkriterien festzulegen. Dabei spielt immer auch die Abitur-Durchschnittsnote eine ganz wesentliche Rolle. Aber dazu kommen zum Beispiel Auswahlgespräche, die Berücksichtigung von Berufsausbildungen, von Praktika, von Fächernoten und so weiter. Auch Auswahlgespräche gibt es. Insofern kann man das nicht so genau sagen, wie hoch der NC ist. Kann man die Abiturdurchschnittsnote durch die Wartezeit verbessern? Dieser Irrtum hält sich ganz hartnäckig, es stimmt aber nicht. Das sind einfach 2 getrennte Auswahlverfahren. Was raten Sie denjenigen, die Medizin studieren wollen? Das Wichtigste ist, man muss wirklich rechtzeitig anfangen, sich mit den Auswahlkriterien der einzelnen Hochschulen zu befassen. Das ist ganz wichtig, denn sie sind sehr unübersichtlich und so komplex, dass man sich jede einzelne Hochschule da sehr genau angucken muss, um dann eine gezielte Ortspräferenzliste zu basteln, die für einen selber die besten Chancen bietet. Wir machen dazu auch Seminare und Einzelberatungen, auch per Skype, das wird sehr viel genutzt und können da zum Beispiel auch Unterstützung bieten bei dieser Ortspräferenzliste. Okay, danke schön für das Interview. Bitteschön.